So, moin moin und willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch in der Burg und ja, müssen jetzt mal hier weiterkommen. Den Großen haben wir ja schon besiegt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich doch einfach. Würde mich freuen. Genau. Ein kleiner Meilenstein ist passiert. Wir haben wirklich 2500 Abonnenten. Hört sich gar nicht nach so viel an. Ist für mich aber schon immens viel. Man bedenkt, dass man das einfach nur so nebenbei macht und auch nicht immer kontinuierlich mit Videos kommt und so. Finde ich, ist es schon ganz gut. So, wir versuchen jetzt mal hier vorne links zu kommen. Beziehungsweise, wir müssen uns vorne nochmal durcharbeiten durch die ganzen Leute, die hier, genau dadurch, da draußen. Aber ich meine, da draußen konnten wir ja unsere Hunde benutzen. Das machen wir jetzt auch. So. Leider alle platt machen hier draußen. Hör mal, wer tritt mich denn nur? Unsere Hunde alle weg. Das reicht aber auch, ne? Müssen wir wegnehmen. Hier nochmal. Goldene Rune, goldene Rune. Da läuft noch einer mit einer Fackel rum. Okay, es reicht. Komm her. Gut. Unsere Waffe müssten wir, glaube ich, mal reparieren oder so, weil... Keine Ahnung, ich glaube, die hat ganz schön was mitgemacht schon, oder? Kann man das irgendwo sehen? Na gut. So. Hier vorne... Da leuchtet was. Das können wir gleich mal holen. Guck mal, hier ist da oben noch einer vielleicht. Von da oben machen. Warte mal. Dumm, die Dummen. Hier ist keiner, okay. Hätte sein können, dass da noch jemand rumsitzt und auf uns wartet. Da ist so ein Riese sitzt da, ne? Und da ist so ein Steinding. Und man sieht schon, der Steinding hatten wir schon mal gehabt, dass ein Riese das kaputt machen muss, damit wir da was rausbekommen. Na gut, hier sammeln wir erstmal das ein. Pilz. Ich würde den Riesen mal ein bisschen sauer machen, indem ich, glaube ich, von hier oben was schieße. Müsste ja möglich sein, ne? Oder erstmal den Hund da wegballer. Kann ich hier nicht rüberschießen? Nee, geht nicht. Ach man, das ist auch immer, das ist auch ein bisschen blöd gelöst, ne? Also ich meine, der kann nicht über so eine kleine Brüstung schießen. Das ist auch ein Witz. Habe ich irgendwas im Inventar, womit ich irgendwas machen kann hier? Mal kurz. Haben wir hier so ein paar Sachen, aber wir haben sie nutzen, um schrittweise FP zu generieren.
Nutze ich mal. Mhm. Aber die kommen nicht wieder. Die kann man nur einmal benutzen, glaube ich, insgesamt, ne? War das nicht so? Ah, schade, sonst hätte ich die nochmal geholt. Aber das geht anscheinend nicht. Schade, schade. Na gut. Oh, weg hier. Ich hasse das, wenn er. Ich hasse dieses Kriechen. Das ist auch so dumm, dass das Bücken gesetzt ist auf die Drücktaste vom Stick. Finde ich total nervig. Der Hund ist platt, oder? Okay. Okay, das hat mich getroffen. Steh doch auf! Das, wenn man nämlich drückt und gleichzeitig, das ist total nervig. War das noch ein Ort, das nah, den hole ich mir jetzt. Warte. Oh, so platt. Ihr seht, ich scheue keinen Kampf. Cool. Kriegt der nicht weg da, das Ding. Das ist natürlich gut für uns, ne? Hat er irgendwas freigelassen? Natürlich nicht. Ist einfach nur tot. Super. Können wir nochmal kurz rausgehen hier und in Ruhe sammeln. Schmiedestein. So, da hinten könnte man jetzt mal versuchen, das ist wahrscheinlich der Eingang da hinten. Man muss dann versuchen, den Eingang da zu finden. Riese suchen und dann herauslocken, ja. Das Problem ist, der macht das ja nicht kaputt. Das ist das Problem, der hat es nicht kaputt gemacht. Obwohl er da war, aber... Hm. Gucken wir mal da hinten, was ist denn das für eine Tür da hinten? War da durch?
Oder nur von der anderen Seite? Nicht von dieser Seite zu öffnen, okay. Hier ist ja auch noch ein Fahrstuhl. Den können wir auch nochmal Hebel drücken. Gucken, wo der uns hinbringt. Achso, dann können wir auch hier gleich mal rasten, ne? Was? Achso, warte mal. Vielleicht können wir noch mal kurz bei der Kriegsasche was gucken. Weil. Auf dem Boden haben wir. Okay, haben wir schon. Was haben wir da? Wilde Schläge. Schwerttanz. Bluthundschritt. Eiserner Wille. Sturmstampfer. Oder Kriegsasche Schimmersteinkiesel. Stärke wird schlechter, wie man sieht. Aber der Schaden geht höher, oder? Sehe ich das verkehrt? Das sind 129 oder sind 200 irgendetwas? Sind das 260? Und hier wären das. Wir machen das einfach mal. Dafür kann es ja egal sein. So, wir müssen jetzt nochmal schnell mit dem. Da schimmert doch was. Nee, nicht. Doch nicht, falsch geguckt. Gut, dann müssen wir den Fahrstuhl nochmal holen. Nee, der ist schon da. Mach auf und gucken, wo der uns hinführt. Die ganze kleine Pötte überall. Oh, da kommt aber ein Riesenpott. Potman. Aha. Kannst du hier durch? Nee, kannst du nicht. Okay. Klar machst du das denn. Na klar machst du das denn in dem Moment, wo ich komme. Oh. Potty. Topf. Und hier nochmal ein gesprungener Topf wahrscheinlich, ne? Sehr gut. Wir müssen auch überlegen, wofür wir das nochmal brauchen. Ich weiß es immer noch nicht. Ich muss mir das echt mal viel mehr durchlesen, damit ich... Sturmrufer. Okay, da unten ist wieder ein Licht, habe ich gesehen. Aber lass uns einmal kurz hier längs gehen nochmal, bevor wir runter zum Licht gehen. Da hängt doch noch einer auf 7:30 und will geplündert werden. Kukri-Kukiri. So, da ist noch einer. Also, das sieht ja danach aus, dass wir irgendwo in der Nähe von irgendwas kommen. Was uns, ja, guck mal da. Da ist nochmal ein Riese. Den sollte man vielleicht da hinlocken, um dieses Ding da kaputt zu machen. Ich weiß es nicht. Aber zumindest können wir hier einmal nochmal reingehen. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier für ein Typ kommt gleich. Gucken wir mal da rein. Achtung, Todes. Okay. Ha.
Aber wenn wir die anderen machen, dann ist das schon mal gut. Oh. Ah, ich sollte eigentlich nicht platt gemacht werden. Okay. Wir müssen aber schnell dran vorbei an ihm, weil ich glaube, der könnte uns das Ding da platt kaputt machen, oder? Wenn es hier längs geht mit ihm. Ich könnte mir das glatt vorstellen. Da kommt er schon. Oh. Nein! Ah, aber hier kann man ihn hinlocken. Da kann man ihn hinlocken. Da unten ist das doch. Da könnten wir ihn hinlocken. Okay, das machen wir gleich. Nochmal. Das ist eine fantastische Idee, die ich da habe. So, so, wir können auf jeden Fall mal hier nochmal. Warte mal kurz. Unsere Flaschen nochmal erhöhen. Nee, Trainer haben wir nicht, aber wir haben. Okay, wir haben nicht genug, aber wir haben auf jeden Fall einen dazu bekommen. Jetzt haben wir 8. Alter Schwede, werden immer besser. So. Bringt uns natürlich nichts, wenn wir da natürlich scheiße kämpfen. Aber jetzt gehen wir nochmal hier hin. Haut er schon seine eigenen Leute um. Was für uns super ist. So, ich glaube mal, wenn die beschäftigt sind. Ich darf nicht zu weit weggehen von den Wölfen. Okay, jetzt ist es auch egal. Jetzt laufen wir hier längs. Was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Was hat er? Reden wir mit dir. Wen haben wir denn hier? Oh, ihr seid ein Befleckter. Offensichtlich gehört ihr nicht zu Godric. Ich bin Nephi Lox, Befleckte und Kriegerin wie ihr. Ich bin die Aufantwortung meines Vaters. Wie wertig das ist. Diese Verpflanzung Godrics passt nicht zu den Fürsten. Er hat sogar die Winde beschmutzt. Sollt ihr Gott herausfordern wollen, ruft mich bitte. Die Winde tragen die faulen Düfte seiner Taten. Vater würde mir sicherlich erlauben, mitzukämpfen. Verzeiht, aber ich war lange untätig. Als Befleckte müssen wir uns noch einladen. Okay. So, er ist da. Muss da irgendwie durch? Vogel musste weg. Wer ist jetzt der, der uns echt platt machen kann draußen?
Okay, da war nichts Besonderes drin, oder? Nein! Aber, naja, wir haben den Schmiedestein, aber da war nichts Besonderes drin. Das heißt, es hat sich gar nicht gelohnt, diesen Weg hier in Angriff zu nehmen, irgendwie. Schade, schade, schade. Also, naja, Schmiedesteine, okay, super. Aber eben, hätte ich gedacht, da ist was Cooleres drin. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal diesen Boss hier an, nehmen wir diesen Bossangriff. Kriegerin Nefli, ja, den nehmen wir doch dazu. Gast wird herbeigerufen. Dann gehen wir da mal rein. Hallöchen, Kriegerin. Oh ja, die sieht gut aus. Dann komm. Bist bereit? Mal kurz hier einstellen. Nehmen wir die Hunde mit. Wenn das mit Hunden funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Oh. Was passiert jetzt? Mighty Dragon. They're the true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Oh. Well. Genau, er ist er. Oh, der sieht nicht so schön aus. Und er hat ein paar Hände mehr als ich. I am the Lord of all that is golden. Okay. Alter, der haut rein. Okay. Oh, oh, was passiert jetzt? Oh, zweite Chance, zweite Phase. Oh. Da fehlt ja wohl ein Ärmchen. Oh Gott, oh Gott. Truest of Dragons. Komm! Jetzt kriegt er auch noch die Kraft von diesem blöden Drachen. Scheiße. Okay. Ach, Quatsch. Wie verrückt sind die denn? Okay. Mann, Kriegerin, du siehst doch, dass er Feuer spuckt, schießt.
Oh nein, er hat mich. Gleiche, ne? Aber man kommt nicht an diesem Feuer vorbei, ne? Okay. Oh, Mist. Okay. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht mal einmal hinrennen. Ah, das war's schon. Gut, gut. Also, der hat's in sich. Der haut schon ganz gut rein. Gar nicht mal zu so wenig. Da müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen stärker vielleicht reingehen. Ich kann mal kurz gucken, was habe ich denn noch an Dingern da. Ach, die nutzen wir einfach mal. So, das ist jetzt nicht so viel. Wir haben noch mehr davon. Neun Stück. Okay, reicht auch noch nicht. Aber. Das reicht leider nicht. Nicht um aufzusteigen, ein Level. Das ist zu wenig. Das Einzige, was wir machen können. Wir könnten natürlich kurz rasten. Klar. Und dann. Stufen auch, die schaffen wir nicht. Aber. Wir könnten ja nochmal zu den Typen reisen und Dunkelschmiedesteine besorgen, dass unsere Waffe noch ein bisschen stärker machen können. Der ist ja hier ganz hinten, ob wir da hinreisen können. Müssen wir auf hier ganz oben. Da. Nee, da ist er. Straße zum Anwesen. Da können wir kurz mal hinreisen. Da sitzt er nämlich da oben. Und ich glaube. Mich zu erinnern. Wir können was kaufen, und zwar den hier. Den brauchen wir eigentlich. Denn ich glaube, unsere Waffe. Guck mal da. Da brauchen wir. Ne, wir brauchen Dunkelschmiedestein 5. Okay, den haben wir natürlich nicht. Aber vielleicht können wir das ja mal. Können wir unseren Bogen ein bisschen stärker machen. Okay, mehr können wir nicht. Gut. Ich müsste jetzt aber einmal. So, gucken wir mal bei dem hier, ob wir da was kaufen können. Verkaufen können, also nicht nur. Wir gucken, wir wissen es ja. Was kann man erzählen? Ah, okay, er erzählt mir nur, dass sie alle. So, jetzt will wir schon was verkaufen hier. Vor diesem Mal weiß nicht, wofür man die ganzen Kram benutzen kann, ne? Herstellungsmaterialien. Aber was kann man damit herstellen? Na gut. So, das haben wir. Das brauchen wir. Was ist das hier? Dunkelschmiedestein 8 haben wir schon. Warum haben wir 8 eigentlich? Irgendwo auch gefunden, ne? So. Gehen wir mal.
Stab des Bewachers. Stärke 34. Hier bin ich Dinger, muss ich auch mal gucken. Das Quallenschild. Ja, wesentlich besser als unseres, aber. Ich weiß nicht, ob man den Spiegelhelm für irgendwas super Gutes gebrauchen kann. Erhöht eine drohende Blutung. Erlindert eine drohende Blutung. Erhöht die Resistenzweite. Erhöht kurz Ausrüstung. Versteckt körperliche Angriffe. Erhöht kurz die Objektentdeckung. Erhöht kurz die Runenausbeute. Stellt RP wieder, verursacht aber Vergiftung. Okay. Schneller Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Waffenüberzug gewährt besondere Drachenangriffe. Okay, hier ist es natürlich ganz praktisch alles. Das sagt uns nicht, dass es euch leitet. Versucht eine Invasion. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wovon man den ganzen Kram benutzen kann, so richtig. Also. So, was haben wir noch da so? Goodbye for now. So, jetzt wollen wir kurz auf bei der Ausrüstung gucken. Ich würde mal ganz gern. Was ist denn mit dem Schild? Kann man da auch irgendwas dran machen an dem Schild? Also sieht geil aus, das Schild. Was haben wir jetzt gemacht? Ansteckende Wut, okay. So, wenn man das kann, gucken wir, ob wir das auch ein bisschen verstärken können mit der Kriegerasche. Nee, kann man nicht. Weil es schon so ein besonderes hat wahrscheinlich. Okay. Aber es sieht geil aus. Das kann ich anders sagen. Gut. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir wollen ja eigentlich diesen Typen da fertig machen. Godric. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, nochmal. Wir müssen uns ein bisschen. Vielleicht nochmal ein bisschen stärker werden. Lass uns einmal da. Ah nein, ich wollte nicht rasten. Lass uns einmal. Ach doch, ich wollte rasten. Ich wollte einen Stufenanstieg machen können. So, wir machen nochmal hier. Stärke nochmal höher. So. Und dann reisen wir nochmal dahin.
abgelegene Zelle. Kamera, Auto. Das muss das hier gewesen sein, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt ist. Das muss das gewesen sein, oder? Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal rein. Wir nehmen sie nochmal mit. Und unsere Hunde nehmen wir auch mit. Und dann geht's nochmal durch den Tunnel durch. Okay, jetzt können wir springen. Wissen wir schon, was passiert? Oh, Mist. Das war dumm. Ging es doch eigentlich ganz gut. Godrics Rune. Große Rune. Echo des Verpflanzten. Große Runen. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentri erhaltet, haben die Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Okay. Hier geht's noch runter, okay. Ja, perfekt. Ein perfekter Abschluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.